Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Enkelfolge und heute will ich nicht immer nur genau eins daneben liegen, sondern auch exakt treffen. Skin Baroni, Pepperoni. Erster Fall, ich mach's wieder in groß auf, Dorle, und dann glotzen wir uns die ganze Schose doch einfach mal an. Lautstärke, yes, und gib ihm mit schlechter Auflösung. Ich wollte gerade sagen, AWP liegen lassen oder was? Ich glaube nicht. Wobei er natürlich jetzt doch hier... Ah, was ist das? Was ist denn das für eine Map da oben? Okay. Ist es eine Map für Anfänger oder was? Weil da alle Spots draufstehen. Sehe ich zum ersten Mal wahrscheinlich irgendeine Modifikation. Na komm. Der wird jetzt eine Weile brauchen, ne? Obwohl. Mau. Also es ist ziemlich lillebibble bis jetzt. Ist da nichts Krasses dabei. Nochmal ganz kurz gucken. Der erste, wer der Spraydown ist. Jo. Normal. Hinter ihm hört er halt was. Daneben gefranst und rein. Okay, normal. Der auf K war ja auch Belo, ne? Wirklich besonders war der jetzt ja nicht. Nein. Und hier irgendwo wird es sein. Wahrscheinlich auch kein absoluter Silver. Aber es könnte schon hier. Könnte schon in Silver Elite Master Richtung gehen. Wobei natürlich auch MGE möglich ist. Gerade weil es ja auf jedem Rang eben auch verschieden starke Spieler gibt. Es gibt auch schwache MGEs, starke und so weiter und so fort. Er hat vorhin bei dem einen gemisst, danach geheadshottet, daneben gedudelt und danach, ich sag mal, die Game Sense besessen, den letzten von der richtigen Position zu erwarten. Aber das bedeutet jetzt halt wirklich nicht viel. Echt schwierig. Ich würde ihm sogar hier im GE absprechen und sagen, dass es wohl eines von den dreien hier ist. Also zumindest schafft es ein MG locker, was er gemacht hat. Und eigentlich ein Gold 4 auch, so wie er gespielt hat. Dummerweise hat er doch nicht irgendwie mit Pistol oder irgendwie, also er hat einfach nur halt diese ziemlich einfachen Kills gemacht. Schwierige Sache. Aber ich glaube, tendenziell tippe ich die Leute immer auf zu gut und dann sind sie doch ein Ticken schlechter, oder? Ich hätte jetzt hier gesagt, MG, aber ich mache jetzt Gold. Und bin sehr gespannt, was das ist. Genau daneben, oh Gott. Ja, schade. Also es wäre dann wohl doch MG gewesen. Aber immerhin habe ich den MGE abgesprochen, das war schon mal richtig. Das war schon mal der Weg in die richtige Richtung. Aber ich hätte ihm nicht auch noch MG absprechen sollen. Das war vielleicht dann doch etwas zu stark, zu viel weggenommen. Gucken wir in den nächsten Clip rein. So, guck mal mit deiner Candy-Apple, was du machst. Bom d'amour. Aha. Ist das ein Franzose oder was? Das ist aber... Oh, Gardre. Sind es noch 4? Mit der Glock. Schöne Kommunikation. Alleine hier, das ist jetzt so ein Beispiel, von dem ich ja letztes Mal noch gefaselt habe. Wenn man hört, wie sie sprechen und wie eben dann schlussendlich die Ansagen sind, kann man oft auch schon aus den Ansagen herausschließen, in welchem Bereich sich der gesamte Squad ungefähr bewegen könnte zumindest. Es muss nicht zutreffen, aber es kann. Gut, das sind jetzt hier so typische Bubbler-Shots. Bei mir wäre es exakt dasselbe gewesen. Ich hätte diese Easy Frags, bei denen jeder irgendwie die Gottes Willen. Sag mal! Bei denen sich jeder die Haare rauft. Ja, danach halt den Flick drauf auf den dritten. Genau, das wäre es bei mir auch. Der wird dann sitzen. Logischerweise, der schwere Schuss sitzt, aber die anderen beiden, die eigentlich so easy waren, gerade weil sie keinen Fokus haben und sowas, ne, wo jeder sagt, Alter, das würde ich auch nicht treffen, da würde ich ewig brauchen, bis das reingeht, aber wie gesagt, der hier, ganz klar, wenn man dann mal was getroffen hat, ist man ja drin. Okay, von den Ansagen, die auch gemacht wurden, würde ich hier schon auf jeden Fall mit einem höheren Rankissimo rechnen, auch wenn man beachtet, wie sie laufen, also ich nehme an, sie haben einen A-Fake gemacht, komischerweise alle. Ja, es ist keiner unten. Bombo hat auch hier gerade nochmal kurz vor Start gedroppt. Nach hinten eins.
Womöglich, um eben diesem einen nicht zu zeigen, dass die Bombe da direkt mit dabei ist. Ja. Ja, also hier würde ich mit etwas höherem Rang rechnen. Und zwar, hier sind wir nicht, hier sind wir nicht, hier sind wir auch nicht, das auch nicht und das auch nicht. Wir sind hier in diesem Bereich, sag ich jetzt knallhart. Global könnte so spielen, aber ein Supreme auch. Und ich sage auch ganz frech, dass auch ein Lem so spielen kann, wie er gespielt hat. Die Ansagen waren schon stark in diesem Bereich, wobei auch DMG da noch mit reinzählt. Aber ich würde sagen, er war ein bisschen, er war schon gut. Also ich würde hier in dem Fall auf Lem gehen. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn er Supreme ist. Wenn er jetzt Global ist, fände ich sehr frech. Aber ich habe hier richtige Lem-Vibes gespürt. Ja, das werde ich so machen. Obwohl Supreme mich schon ruft. Supreme schreit, wähle mich, aber ich will nicht. Ich mache SM. Ah, gut. Ich bin dem Sirenenruf entronnen. Sehr schön, sehr schön. Okay. Das läuft doch immer besser. Pass auf, ist gleich 0 von 0. Okay, warte. AWP Action, sehr schön. Ich hoffe hier darauf, dass die Shots wirklich insane sind oder zumindest zwischendurch ein kleiner Waffenwechsel stattfindet. That's embarrassing. Da ist ja ein Kind dabei, sonst so. That's embarrassing. I should be low. Kinderplay mit einem Erwachsenen. Oh my god. Some MVP player. Da spielt ein ganz, ganz kleines Kindlichen mit. Haben wir hier volle. Das ist ja ekelhaft. I should be. Okay, pass auf. Also den ersten macht er hier ziemlich gemütlich weg. Auch die Pistol Action ist hier, wie ich mir es gewünscht habe, on point. Er hat ihn da links gesehen, sieht aber auch den rechts, der natürlich direkt auf ihn guckt und erkennt hier richtig, dass er den auch killen sollte. Das war jetzt aber schon ein bisschen Luko mal Luko dabei, mein Freund. Und den hat er auch sehr schön weggeholt. Dass sie mit einem Kind spielen, spricht halt überhaupt nicht für den Rang, ne? Ich will jetzt hier keinem jungen Spieler den Skill absprechen, aber dieser Mitspieler hat entweder eine ganz, ganz, ganz besondere Stimme oder er ist 5. Und wer mit einem 5-Jährigen spielt, Counter-Strike, weiß jetzt nicht. Hier ist es, würde ich sagen, auch wieder dieser obere Bereich, diese 4. Und ich würde ihn tatsächlich auf einen Ticken besser als den von gerade eben noch einschätzen. Wobei AWP-Shots natürlich einfacher sind als solche Pistol-Action-Geschichten, zumal hier meistens bis auf den einen No-Scope viel auf Sicherheit gehen, also auf Scope gehen konnte zumindest. Und ich zwingend No-Scopen musste. Ich würde ja trotzdem auf Supreme gehen. Aber wenn er Global ist, ist es nicht schlimm. Auch wenn er jetzt hier Lem ist, ist es nicht tragisch. Aber wenn er jetzt wirklich irgendwie nur DMG wäre, was halt für seine Mate-Wahl spricht. Wobei, vielleicht ist er einfach nur ein Kind im Teamspeak. Und spielt gar nicht mit. Wobei es doch sehr involviert klang, ne? Ich gehe jetzt auf Supreme. Und hoffe aufs Beste. Das kann nicht wahr sein. Mann, ich hätte das Kind doch mehr mit einberechnen sollen. Also, ich wäre direkt auf DMG gegangen. Scheißdreck. Komm, zahl mir die Resultatischen. Letztes Mal hatten wir auch drei. Nee, hatten wir. Stimmt, da hatten wir 4. Wir haben ja. Nee. Wir haben letztes Mal immer nur 1 gehabt. Da haben wir auch 3 gehabt. Genau. Ja, genau. Alles gut. Schade, Schokolade. Es häuft sich doch stark hier. Die übliche Verteilung. Ich muss unbedingt mal den Sechser knacken. Wobei ich mir auch vorstellen kann, auch mal einen Nuller zu schießen. Auf jeden Fall. Also hier habe ich mich doch sehr sicher gefühlt, eigentlich, dass ich zumindest 1 bekomme. Aber dass es halt ein DMG ist, ist dann wiederum ein bisschen Kock. Aber wie gesagt, Kind. Kinder müssen mehr einberechnet werden, zwecks Rank. Da kann man noch ein bisschen nach unten gehen. Ah, naja, schade. So, meine Damen und Herren, da bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zusehen und weise noch kurz hier auf das aktuelle Twitch-Giveaway hin, denn heute am Freitag, also sofern das Video am Freitag online geht, aber es sollte passen, gibt es diese M41S Player 2 für euch. Falls du die jetzt gerade verpasst hast, weil es nicht mehr Freitag ist, gar kein Problem. Solche Giveaways gibt es in jedem meiner Livestreams, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Rankommen, mitzocken, Giveaway, haut da rein. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.